Hallo, hier ist das Team vom SupportNet. Heute zeige ich euch ein neues Programm von FreeStudio DVD Videosoft. Und zwar ein Programm, mit dem ihr eure Audiodateien in Flash-Inhalte konvertieren könnt. Wir gehen dazu in die Kategorie MP3 und Audio und wählen dann das Programm Free Audio to Flash aus. Das Programm sieht aus wie die meisten von FreeStudio DVD Videosoft. Und daher wählen wir jetzt einfach mal eine Datei aus, die wir gerne umwandeln möchten. Dazu nehmen wir wieder diese unbenannte. Nein, wir wollen keine Updates installieren. Ist ja schon fast wie bei Windows hier. Jetzt zeigt uns die Datei an. Wir können sie wieder löschen. Wir können den Ausgabenamen ändern, zum Beispiel das Datum hinten anfügen. Und ganz wichtig jetzt den Player auswählen. Das heißt, wie unsere Flash-Datei abgespielt werden soll. Wir können jetzt Gray, Orange, Red, White, Green, Blue, je nachdem. Wir nehmen jetzt einfach mal Orange, können hier mehrere Themenplayer noch auswählen und sagen okay. Wir können natürlich jetzt auch mehrere konvertieren lassen in Flash. Wenn jetzt zum Beispiel 10 Videos drin sind, können wir diese Reihenfolge auch ändern. Denn es ist ganz wichtig, das Video, was oben steht, wird zuerst konvertiert. Wenn euch die Reihenfolge egal ist, könnt ihr auch die Pfeiltasten ignorieren. Hier können wir jetzt auch den Ausgabeordner angeben. Dieser ist jetzt zum Beispiel User Steven Music. Den ändern wir jetzt auf Free Studio und sagen OK. Dann sagen wir jetzt Formate MP3 und wir können hier noch die Qualität auswählen. Nehmen wir gleich mal das oberste, schauen den Optionen nach, aber auch hier wieder nur Sprache, Aussehen, Updates einzustellen. Gut, dann starten wir mal mit dem Konvertieren. Und das ging ja blitzschnell. Und er öffnet uns gleichzeitig eine HTML-Datei. Das ist praktisch die Vorschau-Datei. Wir könnten jetzt praktisch diesen Code irgendwo einbetten und hätten unsere Flash-Datei. Wie ihr seht, wir gehen jetzt hier rüber. Es ist die unbenannte Datei mit dem Datum hinten dran. Und jetzt wird er sie uns abspielen. Das war's auch schon. Viel Spaß beim Ausprobieren.